Hallo, ich bin Paula. Und Christoph von den Helden der Freizeit. Und in diesem Video wollen wir euch das neueste Harry Potter Spiel mit dem Namen Wettstreit um den Hauspokal vorstellen. Es ist jetzt neu erschienen unter dem Verlag Cosmos nach den beiden Spielen Kampf um Hogwarts und Death Eaters Rising. Im Video werden wir euch erklären, wie das Spiel funktioniert. Wir geben euch ein paar Tipps dazu und am Ende gibt es dann noch unser Fazit, wo wir euch sagen, was aus unserer Sicht die größten Stärken und Schwächen des Spiels sind. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Los geht's. Wettstreit um den Hauspokal ist ein Worker-Placement-Spiel für 2 bis 4 Spieler. Jeder übernimmt in Hogwarts 3 Charaktere eines Hauses. Zur Wahl stehen Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Wer nach 7 Runden die meisten Hauspokalpunkte für sein Haus gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Die meisten Hauspokalpunkte bekommt ihr für das Erfüllen von Aufgaben. Diese lassen sich nur erfüllen, wenn eure Charaktere ihre Skill-Level verbessern. Das können sie, indem sie bestimmte Orte in Hogwarts aufsuchen oder Lektionen erlernen. Zuerst bekommt jeder das Spielertableau von seinem Haus. Darauf werden die Skill-Level der 3 Charaktere angezeigt. Ihr könnt euer Level in den Fächern Zaubertränke, Zauberkunst oder Verteidigung gegen die dunklen Künste verbessern. Für das Erreichen von Level 5 müsst ihr ein Magieblättchen bezahlen. Zu Beginn erhalten die ersten beiden Spieler 2 Basislektionen und 2 Wissensblättchen. Der dritte Spieler kriegt zusätzlich ein drittes Wissensblättchen. Der vierte Spieler zusätzlich ein Zauberblättchen und eine leichte Aufgabe. Jede Runde besteht aus 2 Phasen. In der ersten Phase setzt ihr abwechselnd eure 3 Charaktere auf ein Feld in der Schule. Ihr bekommt dafür Wissens- oder Magieblättchen, verbessert eure Skill-Level oder könnt euch von den ausliegenden Karten entweder eine Basislektion, eine fortgeschrittene Lektion, eine leichte Aufgabe oder eine schwere Aufgabe wählen. Zur Wahl stehen das Lehrerzimmer, die Bibliothek, das Klassenzimmer oder ein anderer Ort, der zu Beginn ausgelegt wird. Weitere Orte werden erst mit späteren Runden aufgedeckt. Es gibt auch Orte, auf die ihr euch erst ab einem gewissen Skill-Level oder nach Zahlung eines Wissensblättchens setzen dürft. Auf jedem Feld darf immer nur ein Charakter stehen. Die Ausnahme ist dieses Feld. Tipp: Achtet genau darauf, welche Aufgabenkarten ausliegen und steigert euer Level in den Skills, die am meisten dafür benötigt werden. In Phase 1 könnt ihr außerdem mit dem Charakter, den ihr gerade spielt, eine Lektion lernen, wenn ihr das entsprechende Level erfüllt. Das könnt ihr vor oder nachsetzen des Charakters auf einen Ort machen. Gebt dafür die entsprechende Karte ab und nehmt euch die Belohnung. 2 Beispiele. Paula setzt Hermione auf das unterste Feld in der Bibliothek. Sie erhält dafür 2 Wissensblättchen und darf sich eine schwere Aufgabe aussuchen. Weil sie jetzt ein Wissensblättchen hat und ihre Charaktere in Verteidigung gegen die dunklen Künste besonders stark sind, entscheidet sie sich für die Aufgabe Gründe Dumbledores Armee. Danach erfüllt sie noch die Basislektion Besiege den Ghoul, weil Hermione die Voraussetzung Level 2 in dunkle Künste erfüllt. Christoph will Draco auf den Ort die 3 Besen setzen. Um das zu können, muss er mindestens in einem Fach auf Level 3 sein. Daher spielt er zuerst die Basislektion Braue einen Stärkungstrank aus und steigert so Dracos Zaubertränke-Skill auf Level 3. Jetzt kann er sich mit Draco auf den Ort die 3 Besen setzen und erhält dafür 3 Magiepunkte. In Phase 2 zieht ihr die Charaktere zurück auf das Tableau und könnt mit ihnen jetzt Aufgaben meistern. Maximal 2 leichte Aufgaben oder eine leichte und eine schwere Aufgabe. Dafür müsst ihr die erforderlichen Skill-Level auf der Karte erfüllen. Tipp: Falls ihr die Voraussetzungen einer Karte nicht ganz erfüllt, könnt ihr pro Level, das euch fehlt, ein Magieblättchen abgeben. Erfüllte Aufgaben bringen euch Hauspunkte und weitere Belohnungen. Jeder Edelstein steht für 10 Hauspunkte.
Du kannst für das Erfüllen von Aufgaben auch mehrere Charaktere verwenden. Jeder darf aber nur einmal pro Runde am Erfüllen einer Aufgabe beteiligt sein. Bringt das Erfüllen einer Aufgabe einen Levelaufstieg, kannst du dir aussuchen, welcher an der Meisterung der Aufgabe beteiligte Charakter ihn bekommt. Zwei Beispiele. Paula erfüllt die schwere Aufgabe, gründet Dumbledores Armee. Level 2 in Zauberkünste erfüllt Hermione alleine. Um das Level 6 in Dunkle Künste zu erreichen, braucht sie aber auch noch Ron und Harry. Sie gibt noch das erforderliche Wissensblättchen ab und die Aufgabe ist gemeistert. Jetzt nimmt sie sich als Belohnung ein Magieblättchen und wirft für Gryffindor 40 Hauspokalpunkte, also 4 Edelsteine, in das Glas. Christoph will diese schwere Aufgabe erfüllen. Dafür braucht er 2 Wissensblättchen. Er hat aber nur eines. Deshalb erfüllt er mit Draco zuerst die leichte Aufgabe, entkomme dem Mann mit den 2 Gesichtern. Dafür erhält er 10 Hauspunkte und ein weiteres Wissensblättchen. So kann er jetzt mit Crabbe und Goyle die schwere Aufgabe Kämpfe gegen den Ausbildungserlass Nummer 24 erfüllen. Slytherin bekommt dafür 40 Hauspunkte. Außerdem darf von den 2 Charakteren, die die Aufgabe gemeistert haben, einer in einen beliebigen Skill aufsteigen. Christoph entscheidet sich für Goyle, der sein Zauberkünste-Level auf 3 erhöht. Tipp: Macht euch eine Stricherliste mit den Gesamtlevels eurer Charaktere. Das spart mühsames Zusammenrechnen und ihr habt immer im Blick, welche Aufgaben ihr gemeinsam erfüllen könnt. Nach der 7. Runde bekommt jeder Spieler noch 10 Hauspunkte für jedes Fach, indem er mit einem Spieler das maximale Skill-Level von 7 erreicht hat. Außerdem bekommt jedes Haus noch 10 Hauspunkte für jedes Paar aus Magie und Wissensblättchen, das es noch übrig hat. In diesem Fall 30. Welches Haus am Ende die meisten Hauspunkte hat, gewinnt das Spiel. Gut, ich gratuliere dir zum Sieg. Dankeschön. Was hat dir jetzt gut gefallen bei diesem Spiel? Ja, ich glaube, das, was mir am besten gefallen hat, ist, dass dieses Spiel nicht so einen großen Glücksfaktor hatte. Also, dass man wirklich mit Taktik vorgehen konnte und man nicht irgendwie durch irgendeine Karte, die man plötzlich zieht, alles verlieren kann, was man schon hat. Da ist ja der einzige Glücksfaktor nur, welche Karten gerade kommen. Alles andere ist nur auf Taktik und das ist, finde ich, ziemlich gut. Was mir noch sehr gut gefallen hat, sind die einfachen Regeln. Es ist sehr einfach zu verstehen. Die Spielanleitung ist auch sehr gelungen. Das muss man auch bei Spielen dazu sagen. Da gibt es ja auch negative Beispiele. Das ist ein positives Beispiel, sehr übersichtlich. Und was mir besonders gut gefallen hat, waren diese bunten Stundengläser, wo man die Punkte zählt und immer im Blick hat, wer vorne ist, wie es steht. Da haben die meisten anderen Spiele verwenden da diese Punktezählleisten und das ist einmal eine kreative, andere Idee, das so umzusetzen. Und ja, es ist einfach übersichtlicher durch das. Was hat uns nicht so gut gefallen, Paul? Ja, voll, man kann da eh voll rübergehen, weil diese Stundengläser, die sind ja wirklich schon in Harry Potter angelehnt, da wirklich, wie man den Hauspokal gewinnen kann. Aber das ist auch eine der wenigen Sachen, die wirklich mit Harry Potter zu tun haben bei diesem Spiel, weil es benutzt zwar die Figuren und sowas, aber es ist baue jetzt nicht wirklich auf irgendwelchen Sachen auf, die man kennt. Man befindet sich in einer Bibliothek, okay. In einem Klassenraum, okay. Aber man sieht jetzt weder irgendwie einen Klassenraum aus dem Film oder McGonagall dort stehen, sondern es ist wirklich, ja, also der Charme aus den Filmen, das geht ein bisschen verloren. Also es verwendet eigentlich nur, es schreibt hin, es auf dem Spielbrett steht, es ist eine Bibliothek, aber es ist kein Bild von der Bibliothek, kein Bild vom Klassenzimmer. Und auch bei den Karten, das ist für mich der größte Kritikpunkt beim Design, die sind sehr klein. Und bei den anderen Harry Potter Spielen vom Kosmos Verlag werden größere verwendet und da habe ich auch Abbildungen drauf und die Schrift ist groß. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Zauber spreche, Flipendo, dann spreche ich das auch aus. Ich sehe das. Und dann sehe ich eben als zweiten Effekt, was dieser Zauber macht. Hier habe ich ganz groß drauf, was ich quasi mit diesen Karten auslöse oder welche Skills ich brauche oder welche Skills ich bekomme. Und dann steht ganz klein oben nur, wie dieser Gegenstand heißt oder wie dieser Zauber oder diese Aufgabe heißt. Und mit der Zeit, ich weiß nicht, ja. Ich habe gar nicht mehr auf das geachtet. Nein, ich auch nicht. Also es macht das ganze Spiel auf jeden Fall einiges ruhiger. Es entsteht auch nicht irgendwie so ein Kampf, den man dann hat, wenn man Flipendo reinschreit, dann macht das irgendwas mit einem. Aber wenn man da einfach so sagt, okay, ich mache das jetzt, dann macht man das. Und man spielt eher für sich alleine sogar teilweise als miteinander.
Also das Design ist irgendwie unpraktisch und ja, das hätte man besser lösen können. Auch zum Beispiel bei den Spielertableaus ist es so, da hat man solche beweglichen Marker, mit denen man, so Markersteine, mit denen man die Skills anzeigen kann, die man erreicht hat. Die sind aber nicht auf dem Spielertableau fixiert, sondern nur lose drauf. Und wenn man jetzt mal mit einer blöden Handbewegung drüber fährt, kann es die verschieben und man weiß vielleicht gar nicht mehr, welche Skills man hat. Das sind Dinge, da denke ich, das könnte man mit einer Überarbeitung lösen. Spielidee gut. Voll. Besonders für eben Leute, die gerne grübeln, die gerne rechnen, die gerne planen, ist das Spiel wirklich sehr cool. Für Familien würde ich sagen, ist es eher weniger geeignet, besonders im Gegensatz zu den anderen Harry Potter Spielen, weil da eben mehr Interaktion ist. Hier geht es wirklich eher um so taktische Dinge, die vielleicht bei Kindern nicht so gut ankommen. Genau, also so reinen Harry Potter Fans würde ich jetzt allein vom Flair und wie es dich in die Harry Potter Welt reinzieht, würde ich eher Kampf um Hogwarts oder Death Eaters Rising empfehlen. Das wirklich, wie Paula schon gesagt hat, für Grübler, die gern rechnen, die gern lange überlegen, was sie machen. Ja, das wäre es eigentlich. Also man kann sagen, gutes Spiel, aber mit Luft nach oben und für ein hervorragendes Spiel wurden einfach ein paar Designfehler gemacht, die nicht notwendig waren. Ja. Ja. Das war's von uns. Ja. Das nächste Mal werden wir euch mehrere Harry Potter Spiele in einem Ranking vorstellen. Dann werden wir sagen, was für uns das beste Harry Potter Spiel, das zweitbeste und drittbeste ist. Sind wir selber schon gespannt, was da rauskommt. Und ja, abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut auf heldenderfreizeit.com, da findet ihr noch einen geschriebenen Testartikel zu diesem Video dazu. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Das Lustige ist, durch das Licht sehe ich, wie dreckig meine Brille. Ich auch, es ist ganz schlimm. Ui, da hat uns jemand gerade zugeschaut. Wirklich? Hallo. Ist das also das nächste Lizenzspiel, das Kosmos? Also das klingt so, so abgelesen. Na, warum nur? Hallo, hier sind Paula. Und Christoph. Von den Helden der Freizeit. Ja, okay, nochmal. Kampf um Hogwarts. Hogwarts. Da haben sich die richtigen zwei gefunden, würde ich schon dabei sagen. Und? Hallo, wir sind Paula. Und Christoph von den Helden der Freizeit. Und wir wollen euch in diesem Video das neueste Harry Potter Spiel von dem Verlag Kosmos vorstellen. Das ist jetzt erschienen nach den anderen beiden Spielen Kampf um Hogwarts und Death Eaters Rising. Und trägt den Namen? Ach so, Wettstreit um den Hauspokal. Da habe ich was vergessen. Das kann man eh lesen. Sagen wir euch dann, ob das ganz lohnenswert ist. Und los geht's. Los geht's. Wir sind in Weltkasse vor. Ja. Eine Stunde später. Ah. Outtakes haben wir schon genug. Ja, auf jeden Fall.